Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, es geht weiter. Shadowhearts Covenant, wir bauen jetzt das letzte Feld auf. Das ist eigentlich nicht schwierig. Ist somit das Einfachste. Der letzte Stein ist der Zen-Stein. Und der bringt uns auch wirklich zu dem Ort, wo wir hin müssen. So. Und dort müssen wir jetzt hin. Auf geht's. Auf geht's. Nur noch durch diese Tür. Und dann sind wir da. Wir haben den Ort erreicht. Da ist die Schatzkiste. Und erstmal nachschauen. Ja. Alles klar, ich bin vorbereitet. Wir holen uns jetzt die Schatzkiste, Leute. Mal schauen, was da drin ist. Das Mumero. Das ist es. Der Mumero. Kann ich ihn auch ausrüsten? Oh, Kurando, du hast es geschafft! Unglaublich. Ich spüre die Kraft, die davon ausgeht. Oh, ho, 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 ho! Hey, diese Stimme kennen wir doch. Leute, kleine Erklärung. Ihr wundert euch vielleicht, warum jetzt zum Beispiel keine Cutscenes kommen, sondern nur so eine Textsequenz. Das liegt daran, dass teilweise, glaube ich, die Produzenten nicht davon ausgegangen sind, dass Sidequests wirklich so ernst genommen werden wie hier, dass da keine Filmsequenzen für gemacht werden. Lasst euch aber nicht irritieren, vielleicht kommen zwischendurch noch welche. Aber es ist erstmal so geplant gewesen. Ah! Hier! Hier ist er! Der kissenähnliche Geist! Was meinst du mit kissenähnlich? Egal, lasst uns von meinen übernatürlichen Kräften führen. Das Gefühl, über das Tante Saki geredet hat, muss von diesem Typ ausgehen. Dies ist ein heiliger Inugami-Schrein. Bitte seid leise, sonst müssen wir euch bitten zu gehen. Ohoho, das jagt mir aber Angst ein. Meinst du kannst mich erschrecken? Verflucht sollt ihr sein. Diesmal sollt ihr in der Hölle schmoren. Bosskampf, Leute! Ja, Garan will's einfach nicht aufgeben. So. Wir verwandeln uns in Tsukiyomi. Haben aber, glaube ich, das Momero nicht ausgerüstet. Ich meine nicht, dass das Momero ist. Oder der Momero. Wir machen erstmal Otoroshi kaputt. Erstmal viel wichtiger. So. Denn der geht mir erstmal ziemlich auf den Senkel. Und ja, Yuri. Du verwandelst dich erstmal in Neo-Amon. Huah! Genau so. Jetzt schreit auch zwischendurch mal ein bisschen rum. Eine Zwei-Personen-Kombo. Stirbschwein. Nein, wir greifen erstmal den guten Otoroshi an. Den machen wir erstmal weg. Weil die Kombo jetzt brauche ich gar nicht. Ich mache trotzdem den Kombo-Knopf. Falle, er ist geplättet. Tja, Leute, jetzt geht's erstmal los. Wir machen Bogenorkan. Yay! Wir machen uns schneller. Und Leute, seid nicht überrascht. Wir sind schon recht gut im Level. Es gibt zwar jetzt einen Kombobruch, aber das war ja der letzte Kombo-Angriff, den wir haben. Und Joachim, du bist jetzt nochmal dran. Hotoke-Garan, der kriegt's jetzt erstmal von dir, hoffe ich doch. Yes! Jawohl, der Schaden ist annehmbar, den wir machen. Hotoke-Garan hat HP. Und zwar, wie viele? Wie viele hat er? Er hat uns die MP abgezogen. Gut, Karin ist eigentlich. Das ist das Problem. Ja, null. Ja, Zaubersprüche bringen hier nichts. Sage ich jetzt auch schon mal vorab. Wir werden dann jetzt mal ein Objekt benutzen. Und zwar eine Mana-Wurzel, weil wir uns ja nur die Buffing-Sprüche geben müssen. So. Und danach greifen wir ganz normal an. So wie jetzt mit Tsukiyomi. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein, dieser Gegner. Schaden machen wir ja. Zaubersprüche. Wenn wir Zaubersprüche wirken würden, das nur mal zum Erklären, würde nämlich gar nichts bringen. Die würden nämlich null abziehen. Das ist der Gegenstück zum Tech-Soldat. Hier in dieser Kampf. Der Tech-Soldat hat durch physische Angriffe keinen Schaden genommen. Und wir müssen jetzt eben halt mit den uns vorhandenen Psychotechniken und Spezialfähigkeiten ein bisschen helfen. Und wenn wir uns physisch eben mal stärken, reicht das schon voll und ganz aus, um ihn zu schwächen, wie man hier sieht. So.
Dann werden wir jetzt mal Bogenwut zaubern. Denn wir wollen unsere physische Angriffsfähigkeit erhöhen. So. Aber wie war das nochmal? Ich glaube, die... Ich probiere gleich mal was mit Energieladen aus. Das habe ich bis jetzt noch nie ausprobiert. Ob das klappt, wie ich das vorhabe. Wenn es klappt, wäre es natürlich unglaublich. Das wird gleich ein Experiment, Leute. Wundert euch nicht. Ich werde jetzt nämlich erstmal mich umverwandeln in Phyllis. Ihr kennt das schon, das Spiel. Die kämpfende Seele. Einmal zurückverwandeln in Phyllis und Energieladen machen. Sonderskill Energieladen. Ja. Bounce. Genau so muss das sein. Und wir sind jetzt um 150 für den nächsten Angriff einen physischen Schaden mehr. Hagelunfall. Er greift jetzt mit dem Zauber an. Oh, ja. Zauberschaden macht er natürlich ordentlich. Sternenschatten. Okay, das ist für einen Verbündeten. Brauche ich aber jetzt nicht unbedingt. Votokegaran. Du willst also Krieg. Du willst Krieg. Du kriegst Krieg. Bounce, bounce, bam. Kaboom. Kadish. Ja, und wir verwandeln uns mit Phyllis in Neo-Armon zurück. Ob jetzt die Energieladen übertragen wurde, das will ich sehen. Ja, scheint übertragen worden zu sein, Leute. Ich bin mal gespannt. Bounce, 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 bounce. Mal gucken. Oh ja, sie wurde übertragen, Leute. Wunderbar. Wunderbar. Ja, dann haben wir hier, mit ihm haben wir noch Zauber. Ich werde keine Zauber präsentieren. Das heißt, wir werden die nächste Kombination auch starten gleich, glaube ich. Ne, noch nicht. Wir haben ihn ja schon ziemlich geplättet. Und glaub mir, ich mache lieber den Deathtron Hammer als den Atembuster. Und er ist sehr gut. Yeah! Bam! Ja, Leute. 434. Ans Kreuz heilt natürlich jetzt immer. Wir nutzen das Bogenkurieren weiter. Ah, fast komplett. Aber wir dürfen ja zweimal durch den Bogen Arkan. Ist das ja kein Problem. Wir verwandeln uns dann jetzt wieder mit in Phyllis. Wo ist Phyllis? So. Und werden nochmal Energieladen machen. Das finde ich toll, dass das geht. Energieladen. Dann ist er nämlich unmittelbar wieder nach Hotokegaran dran. Und ich werde dann mit Tsukiyomi die Kombi starten. Denke ich mal. Ne, er ist sogar dann jetzt danach. Sehr gut. Das freut mich ja umso mehr. Haha, wir können Hotokegaran jetzt richtig schön zusetzen. Bogenarkan-Effekt ist jetzt weg. Das stört mich aber jetzt erstmal nicht im geringsten. Denn Neo-Armon kommt wieder rein. Wir werden jetzt die Combo starten, die ich machen will. Die guten Schaden macht. Mit Standardangriffen, damit wir definitiv auch danach mit Tsukiyomi treffen. Bam. Und wir kombinieren halt. Bam, bam, bam. Ja, schaut euch den Schaden an, den wir hier gegen Hotokegaran machen. Und jetzt ist natürlich der gute Tsukiyomi dran. Und durch Kombos machen wir stärkere Angriffe. Ja. Schaut euch das an. 1987 Punkte Schaden gemacht. Ernst Kreuz heilt uns wieder. Hotokegaran ist kurz vorm Abdanken. Wir machen trotzdem Bogen kurieren. Ja, perfekt sogar. War sogar recht knapp, denke ich. So. Alle wieder geheilt. Was kommt jetzt? Schwarzer Wirbel. Oh, böser Zauber. Okay, ich weiß auch, was ich von ihm bekomme. Alles klar, ich denke, wir haben ihn schon fast soweit. Sollte ja kein Problem sein jetzt. Wir haben ja noch die Bogenwut. So. Bam. Kavips. Das hätte sogar schon fast sein können. Der Bogenorkan-Effekt ist weg. Tsukiyomi. Vielleicht schaffst du es, den Abschluss zu machen. Das wäre natürlich sehr genial. Und er schafft es. Jawohl. Hotokegaran ist geschlagen. 6900 HP hat er gehabt. Wäre eigentlich auch eigentlich nach Orobas erst dran gewesen. Oder vor Orobas. Wir bekommen nochmal 30 extra Seelen, Leute. Und nochmal ein Siegel der Vitalität als Bonus. Das war auch alles am Boni, was wir hier holen konnten bei ihm. Sehr, sehr schön, Leute. Das passt mir, dass wir das alles so hinbekommen. Ja.
Oh, das war wundervoll, Kurando. Das war wirklich einmalig. Das war nicht mein Verdienst, sondern die Macht des Numero. Jetzt verstehe ich, warum es so lange im Hundeschrein versteckt wurde. Seine Macht ist unglaublich stark. Lasst uns zurückgehen und Tante Saki Bericht erstatten. Okay. Ja, das war ordentlich. Würde ich sagen, wir sind aus dem Hundeschrein raus. Nutzen ein Zelt. Und werden erstmal wieder speichern, Leute. Ah, ist das schön, wieder die ganzen Sidequests nochmal zu erleben. Ja, liebe Freunde der Seichenunterhaltung, an dieser Stelle wieder ein Schnitt. Wir haben ja jetzt Hotoke Garan geschlagen. Bis zum nächsten Mal, sprach der Raven halt immer mehr.